Und die gibt es auch in Leipzig. Dort geht der Notruf um kurz nach 3:30 bei der Feuerwehr ein. In einem Wohngebiet in Leipzig, da brennt eine Gaststätte. Die Einsatzkräfte kämpfen bis zum Vormittag noch gegen die hohen Flammen und den Großbrand. Als die Feuerwehr gegen 3:30 am Morgen eintrifft, steht die Gaststätte im Südosten Leipzigs schon zur Hälfte in Flammen. Die ersten Löscharbeiten können zunächst wenig ausrichten. Die ersten Kräfte, die hier vor Ort gekommen sind, haben quasi den Anbau der Gaststätte hier im Vollbrand vorgefunden. Teilweise schon übergegriffen auf das Dachgeschoss der eigentlichen Gaststätte und haben daraufhin noch eine Stichworterhöhung durchgeführt, dass hier noch mehr Feuerwehrkräfte vor Ort gekommen sind. Trotz des Großeinsatzes breiten sich die Flammen weiter aus. Immer wieder versuchen die Feuerwehrmänner, einen Zugang zum Haus zu bekommen. Jedoch vergeblich. Als schließlich das Dach der Gaststätte einzubrechen droht, können die Helfer nur noch wenig tun. Wir haben ja eigentlich Schadensbegrenzung nur noch durchgeführt. Einsatzkräfte hier reinzuführen, das ist nicht zielführend gewesen aufgrund der Gefahr des Einsturzes. Und wir haben uns dann mehr oder weniger darauf beschränkt, die Umgebung zu schützen und hier ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Nun drohen die starken Rauchwolken zum Problem zu werden, denn in der Nähe liegen ein Wohngebiet sowie ein Pflegeheim und ein Krankenhaus. Das Wetter verhindert schließlich Schlimmeres. Der Wind stand eigentlich günstig, sodass es von dem angrenzenden Pflegeheim und vom Krankenhaus den Qualm weggetrieben hat aufs freie Feld. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in den Vormittag. Nun sollen Experten die Brandursache aufklären.